Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind Folge Nummer 11 von Shapes.io. Ja, wir müssen hier dieses Problem noch beheben. Da haben wir was falsch gebaut und da werden wir uns in dieser Folge drum kümmern und das machen wir gleich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir das mal an. Nee. Jetzt ist hier. Da kommen Halbkreise nach unten. Und hier kommen auch Halbkreise. Der wird gedreht. Und hier oben ist ein Kästchen, aber. Ach, die werden aufeinander gebappt. Okay. Das bedeutet, hier hätte noch geschnitten werden müssen für einen Viertelkreis. Das ist auch nicht passiert. Das bedeutet mal das weg, das weg. Das kann alles erstmal weg. Hier darf schon mal nichts übereinander kommen. Der wird jetzt hier geschnitten. Nee. Mach das mal alles weg. So, wir kommen jetzt mit dem hier rein. Drehen den erstmal nach rechts. So, dann ist das Ding senkrecht. Müssen wir den nochmal drehen. So, jetzt ist der untere Hälfte. So, dieser hier muss erstmal geschnitten werden. Also zweimal schneiden. Wie kriegen wir den dahin? Das ist die Frage, ne? Könnte das vielleicht so hinkriegen? Nee, hier ist der Raum zu eng, ne? Ich krieg den da gar nicht geschnitten, weil der Raum zu eng ist. Also ich könnte den schon so schneiden, ja, aber müsste den dann noch drehen. Und noch mal drehen. Ich krieg den hier nicht raus. Hier ist zu eng. Hier ist alles zu eng. Den kannst du da auch wegnehmen. Hier ist einfach kein Platz in diesem Eck. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das am schlauesten hier? So, wie kann ich jetzt da schneiden? Auf jeden Fall nicht so. Das wäre so zu schneiden. Dann müsste ich den da rein haben. Der linke und da ist der rechte. Müsste den, glaube ich, so umdrehen. Den da oben schmeißen wir in den Mülleimer. So, der muss gedreht werden. Zweimal, oder? Der muss auf jeden Fall so gedreht werden. Ne, das war falsch rumdrehen. Der muss so rumgedreht werden, dann ist er rechts. Wie kommt der denn da raus? Ach so, der kommt nach unten raus. Dann wäre das ja passend.
Dann müssen wir die beiden zusammensetzen. So rum, glaube. Jetzt müsste das eigentlich ein Dreiviertel sein, ne? Und jetzt müssen wir hier nochmal zusammensetzen. Dann müsste es eigentlich richtig sein, oder? Ja, so sollen die aussehen. Haben wir es repariert, oder? Ich hoffe, es läuft auch. Das ist das Wichtigste, ne? Läuft hier was weg? Ja, muss wohl. Ich gucke immer dann, wenn es nicht wegläuft, ne? Ja, da ist es gerade gelaufen. Passt schon. Die werden alle blau markiert, gehen da drauf, passt. Hier ist nur... Die weißen kommen zu wenig, das ist jetzt das Entscheidende, ne? Das bedeutet, dass die weißen hier mehr werden müssten. Dafür müsste das Gelb mehr laufen. Gelb ist hier. Ja, hier läuft's aber okay. Wenn ich den so mache, geht das? Könnte gehen. Und ich mache da jetzt den Verteiler hin. Dann würde da schon mal rot reinlaufen. Wäre aber verkehrt. Oder ist das farblich egal? Nee, ich glaube, farblich ist das egal, ne? Jetzt müssen nur die Grünen da noch rauskommen. Und da sehe ich jetzt das Problem. Dass das hier zu eng ist. Kriege ich die Grünen dahin? Schwierig, ne? Ich könnte diesen sicherlich da so rüberbauen. Käme mit dem dann da rein. Und würde mit dem da so hinkommen. Der kann wieder weg, weil da muss der ja hin. Dann sind die wieder zusammengefügt. Aber jetzt muss ich hier noch was hinbekommen. Und das werden wir mal so managen, dass wir das jetzt mal hier so machen. Bauen hier so einen hin. Und bauen den da hin. Hat gut geklappt gerade. Oh, so, jetzt aber. Jetzt haben wir die gelben gesteigert. Und die fluppen jetzt hier durch. Es kommen also mehr gelbe an. Das ist schon mal gut. Okay, wir haben die Schlachtzahl der gelben erhöht. Damit staut sich jetzt hier das ein bisschen. Und hier muss jetzt die Schlachtzahl auch erhöht werden in den blauen. Kriege ich das so hin? Ich glaube schon, oder? Der Farbmischer muss dahin. Der blaue kommt da rein. Und der gelbe würde daher kommen. Der darf da oben aber nicht verbinden. Das wird also zu schwer auf der Seite. Das müsste dann da gehen. Geht nach da. Der geht nach da. Und der geht nach da. Und er geht nach da. Aber wir können auch diese anderen nehmen. Ich glaube, der wäre der Richtige, ne?
Also jetzt haben wir hier mehr gemacht, aber bringen tut uns das gerade nichts. Wie geht ein Anmaler hier? Farbe kommt da rein. Ich glaube, da wird es gehen, ne? Den noch da rein. Den kannst du wegmachen. Den kannst du wegmachen. Den kannst du einfach gerade durchziehen wieder. Hier machst du einen Tunnel. Und hier machst du wieder ein zusammenführendes Teil hin. Ist das der? Ich glaube, der ist das, ne? Ja. Dann machst du den dahin. Hier oben teilen wir wieder. So. Und so. Jetzt kommen hier weiße raus, hoffe ich. Genauso ist es. Mehr geworden. Kommen mehr hier hin, werden mehr hier produziert, oder? Band müsste jetzt hier langsam voller werden, wenn es nicht so ganz voll ist. Nee, doch noch nicht. Sind immer noch Lücken da. Passt also. Okay, da sind wir schon bei fast den 1000. Da fehlen noch 48. Jetzt gucken wir mal bei den Sternen rein. Die sind schon voll. Der läuft, ne? Den haben wir ja. So, jetzt diese Form müssen wir haben. Weißen Runden haben wir gerade produziert. Und dann muss dieses komische Teil da noch her. Da weiß ich aber nicht, wo es das gibt. Naja, das kenne ich noch nicht. Das ist so wie das Rote hier, ne? So, diese Sterne laufen wahrscheinlich auch irgendwo. Ja. Dieses hier müssen wir jetzt noch verstärken. 25.000 sind da gefragt. Das hatte Mordrak sowieso geschrieben, dass ich da wieder mal viel zu klein denke und das muss viel größer werden. So, wo ist dieses Teil jetzt da? Wo kommen die weg? Hier oben. Ja, da kommen einfach zu wenig von diesen roten hier. Oh, wir haben Level abgeschlossen. Ah, jetzt ist das Kopieren mit den Blaupausen da. Alles klar. Das war nicht umsonst, hat er gestanden, ne? Ja, müssen wir schauen, wo wir was kopieren, ne? Aber wir wollten ja gucken, dass wir so eine spezielle Straße machen, ne? Wo es nur besondere Teile gibt. So, hier, ne? Nehmen nur Kreise ab. Können ja mal gerade nach diesen... Ah, hier, da ist so ein Teil zum Beispiel, das man auseinanderschneiden könnte. Diese komische Form. Das ist anders. Ja, ich schätze mal, ganz gibt es das bestimmt nicht so, wie es bräuchte, ne? Boah, ist reichlich hier, ne? Wenn einer es sieht, dann soll er gleich schon laut hier schreien, ne? Aber ich schätze mal, ich finde das gar nicht jetzt hier. Da ist der Stern schon fast da. Hier gibt es das Teil, was wir brauchten, schon fertig. Irgendwo wird es auch dieses eine Teil geben, ne? Ja.
Hier ist der Stern. Ach, der ist sogar dreimal da. Ah, unser Hub ist da, okay. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen weiter weg mal gehen. Warte, wo ist der Hub jetzt? Da ist er. Er ist schon ganz schön groß gebaut. Ich gehe einfach mal nach Norden nur. Ich weiß nicht, wie groß die Karte ist. Keine Ahnung. Ja. Viele Flecken hier. Und das, was ich brauche, ich glaube, dieses Teil hier kann ich schon gebrauchen, oder? Habe ich doch hier irgendwo gesehen, oder nicht? Nee, doch nicht. Nee, das war mit dem Kreis, okay. Wo haben wir es? Wir müssen es bauen. Irgendwo zerschneiden und dann bauen, ne? Boah, was für Formen. Boah, die brauchst du wahrscheinlich gar nicht alle, ne? Also hier sind wir jetzt schon auch schon verdammt weit weg. Kann ich da draufklicken und bin mit dem Hub? Ja. Okay, da ist jetzt auch eine neue Form. Tunnelstufe 2 brauchen wir da. Da brauchen wir einen weißen Kreis, den wir ja schon irgendwo haben. Und ein lilanes Viereck. Okay. Da läuft's und da läuft's nicht. Gut. Das bedeutet eigentlich, dass wir hier unten irgendwo mal anfangen sollten, sowas bereitzustellen, indem wir da einfach anfangen. Wie der Mordrak das meine ich sagte. Bauen wir einfach so 4 Bänder. Stell die zusammen sozusagen. Also da muss nur einer hin. Und hier raus machst du dann erstmal ein paar farblich sortierte Dinger, ne? Machst du rote Kreise und so, ne? Macht man das dann so, Mordrak, dass man das wieder wegnimmt? Nee, ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt gerade nicht die Idee, wie das ideal wäre. So, machst du es so. Drehst du das. Und baust dann das einfach da dran. So, dann kommen da rote Kreise daraus, oder? So, der staut sich. Das bedeutet, wir hätten hier genügend für eine zweite Bahn, ne? So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Da ist auch rot. Hier ist blau. Das würde bedeuten, wir holen jetzt mal hier. Eine blaue Bahn noch hin, oder? Die sind dann da. Den machst du da hin.
Ach, das war sogar richtig hier. Naja, dann. Mach das weg, egal. So, da kommen jetzt die blauen her, ne? Jetzt produzieren wir blaue und rote. Da haben wir jetzt noch die grünen. Die holen wir jetzt noch auch noch dahin. So, dafür brauchen wir jetzt so ein Painting in der Farbe. Machen das aber andersrum. Und lassen das mal so kommen, oder? So, dann kriegen wir da Kreise in der Farbe. Ich brauche jetzt so ein Teil, glaube ich, noch. So, jetzt habe ich die drei Farben erstmal hier. Blau, grün und rot. So, was wäre jetzt hier zum Beispiel zu bauen? Weiß. Haben wir nicht. So, jetzt musst du die Farben noch mischen. Das war blau und grün, war gab weiß, ne? Ja. Ne, Türkis, oder? Naja, okay, ich denke mal, der Anfang ist getan für die Zukunft. Ach, wir sind ja wieder viel zu nah am Hub schon dran, ne? Sozusagen. Naja, irgendwie kriegen wir das auch noch hin. Der Mordrak wird mir noch einen Tipp geben, denke ich mal. Okay, dann würde ich erstmal sagen, soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.